Friends, Michael Buchinger hier. Ich möchte mein heutiges Video anfangen, indem ich euch eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit erzähle. Ich war gerade in der Grundschule, als in die Kinos der Film 102 Dalmatiner kam und ich habe mich schon sehr darauf gefreut, denn ich mochte 101 Dalmatiner sehr gern und ich habe dann einmal meinen besten Freund gefragt, welche Figur aus 101 Dalmatiner denn seine Lieblingsfigur war. Und er war irgendwie so stutzig und meinte, ja, ich weiß nicht, der Hund? Und ich so, oh, meine Lieblingsfigur ist Cruella de Vil. Und nach dieser Aussage hat er mich so merkwürdig angesehen, so als würde ich irgendwie jeden Moment unseren Klassenhamster töten, damit ich mir aus seinem Fell einen Handschuh basteln kann. Ich hatte nie diese Absicht. Und seitdem fällt mir auf, dass meine Lieblingsfigur in Filmen und Serien einfach immer der Bösewicht ist. Und ich habe mich eine Zeit lang sehr schlecht deswegen gefühlt und mir gedacht, oh, was sagt das über mich aus? Aber mittlerweile stehe ich dazu und ich nenne euch heute 5 Gründe, warum ich Bösewichte liebe und warum ich selbst gerne ein Bösewicht wäre. Grund Nummer 1 ist, dass die meisten Hauptfiguren in Filmen und Serien irgendwie Basic Bitches sind. Die richtig interessanten Personen in Filmen sind immer die Bösewichte, denn sie haben einfach Persönlichkeit und sie haben eine Vergangenheit, in der irgendwas passiert ist, das sie dazu gebracht hat, jetzt so böse zu sein. Grund 2, warum ich selbst gerne ein Bösewicht wäre, ist, weil es immer so ein riesiger Big Deal in Filmen ist, wenn ein Bösewicht irgendwo reinspaziert, Kinder schreien, Vögel fliegen weg und alle drehen sich zu diesem Bösewicht um und es ist einfach super, super dramatisch und ich wünschte, das wäre im realen Leben genauso, auch wenn ich ein Restaurant betrete. Nun, nun, nun. Ich hoffe, ich störe nicht eure kleine Party. Ich hätte gerne einen Veggie-Burger. Und wenn es eine vegane Alternative gibt, dann hätte ich gerne die! Grund Nummer 3, warum ich gerne ein Bösewicht wäre, ist, dass sie immer mysteriös und gut gekleidet sind. Sie lauern einfach stundenlang irgendwo in ihrem Versteck und warten auf das Codewort und dann kommen sie raus und sehen super aus und sagen irgendwas total Mysteriöses zu den Protagonisten. Ah! Ich aber ich finde Instagram ist schon komisch. Ja, das ist alles okay, aber... Nun, nun, sieh mal einer an! Hat da etwa gerade jemand meinen Namen gesagt? Nein, ich habe von Instagram gesprochen. Oh, okay, die Akustik hier hinten ist fürchterlich schlecht. Ich dachte, du hättest meinen Namen gesagt. Warst du jetzt die ganze Zeit hier hinten? Oh, ja, ich war die ganze Zeit hier hinten und habe mich mit einer Ratte angefreundet. Ich nenne sie Michi die Ratte. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen verwirrend, denn ich heiße ebenfalls Michi. Grund Nummer 4, warum ich Bösewichte liebe, sie haben immer einen Hintergedanken. Ja, sie sind so richtige Schachspieler und Meistermanipulatoren. Alles, was sie sagen, ist extrem berechnet und durchdacht. Und sie wissen genau, was andere Leute wollen. Und dann sagen sie so, oh ja, das kannst du gerne von mir haben. Ich erfülle dir diesen Wunsch, nur unter einer Bedingung. Und ich wäre einfach gern genauso, ja, dass ich andere Menschen manipulieren kann, damit sie genau das tun, was ich von ihnen möchte. Oh! Hallo Michael, du, ihr müsst mal da kurz was aufschreiben. Kannst du mir vielleicht einen Stift borgen? Nun, nun, nun. So kommst du also angekrochen und möchtest dir von deinem guten alten Freund Michi Buchinger einen Stift ausborgen. Oh ja, ich habe einen Stift für dich und ich werde ihn dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will deine Stimme. Bitte. Grund Nummer 5, warum ich Bösewichte liebe, die Musik. Bösewichte sind einfach tolle Sänger und sie brechen jeden Moment in Gesang aus, um irgendwie ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Und ich kann überhaupt nicht singen, aber wenn ich ein Bösewicht wäre, dann wäre ich genauso. Ich will deine Stimme. Bitte. Meine Stimme? Deine Stimme. Du arme Seele in Not, triff die Wahl, jetzt und hier. Ich hab anderes noch zu machen, also halte mich nicht auf. Deine Stimme, gib sie mir! Du arme Seele in Not, fatal, doch wahr. Nirgends wird dir das geschenkt, mein Schatz, dein Geld regiert die Welt. Unterschreibe das Papier, ich habe was anderes mir gefällt. Flotsam, Jetsam, ich hab sie, Boys, der Boss ist doch der Held.
arme Seele in Not. Oh, Michi. Das waren meine 5 Gründe, warum ich selbst gerne ein Bösewicht wäre. Bitte sagt mir in den Kommentaren, welche Bösewichte aus Filmen oder Serien eure Lieblingsbösewichte sind. Ich liebe, wie gesagt, Cruella de Vil, aber auch Ursula aus Ariel, die kleine Meerjungfrau. Wie ihr vielleicht merkt, liebe ich Bösewichte so sehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und könnt meine Liebe für Bösewichte teilen. Wenn nicht, dann habe ich mich gerade als absoluter Freak geoutet und es ist die gleiche Situation wie damals in der Grundschule, als mich mein bester Freund dann nicht mehr so gerne mochte, weil ich irgendwie auf der Seite der Frau war, die einfach Hunde getötet hat, ja? Okay, ich bin jetzt kein Bösewicht und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao!